Da war irgendeine unsichtbare Wand, die ich nicht gesehen habe. Was ist das? Ach du Scheiße. Nein! Ah! Feuer! Oh! Ist das jetzt eigentlich noch irgendein Gute-Laune-Hack oder ist das jetzt einfach Kaizo? Super Mario Galaxy Cosmos Collapse ist ein Mario Galaxy 2 Hack, welcher sich die originalen Mario Galaxy 2 Level nimmt, sie aber so umbaut, dass es sich wie ein komplett neues Spiel anfühlt. Zusätzlich wird auch noch ein bisschen der Schwierigkeitsgrad erhöht und ich möchte gemeinsam mit euch alle Sterne sammeln. Lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cosmos Collapse, dem Projekt, was jetzt ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Ich habe das ein bisschen aus den Augen verloren. Das ist so ein bisschen Opfer des Mario Bros. Wonder Releases geworden. Aber Freunde, wir sind wieder zurück und jetzt machen wir keinen Stopp mehr, bis wir hier mit diesem Projekt durch sind. Und ich hoffe, ihr habt einen richtig schönen Tag oder ihr werdet einen richtig schönen Tag haben, je nachdem, wann ihr zu welcher Uhrzeit dieses Video guckt. Ich muss zugeben, mein Tag war heute nicht so Bombe. Mir geht's gerade nicht so gut. Also, es hat nicht mal einen speziellen Grund, ist es nichts Schlimmes passiert oder so. Aber es ist so, ich weiß nicht. Ich habe irgendwie gehofft, dass ich heute mehr schaffen kann, als ich dann am Ende des Tages geschafft habe. Und das ist jetzt so ein bisschen der Punkt. So, aber Freunde, alles in Ordnung. Wir machen jetzt einfach eine richtig, richtig geile Aufnahme Cosmos Collapse. Da freue ich mich richtig drauf. Und wir müssen jetzt Silbersterne in sehr, 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 sehr kurzer Zeit einsammeln. Das ist die Mission. Und ich habe gar keine Ahnung, wo diese Silbersterne sein könnten. Ja, also, ich habe halt auch keine Ahnung, ob ich jetzt da hochdüsen muss. Und jetzt wurde ich getroffen und jetzt ist auch schon wieder Feierabend. Jetzt sind wir in der Mission, wo man jetzt wieder mehrfach, sage ich mal, glaube ich, einfach den Timeout-Death in Kauf nehmen muss, um dann irgendwie herauszufinden, wo die sind. Ja. Mir ist in letzter Zeit wieder aufgefallen, ich spiele in letzter Zeit kaum noch Spiele, die einfach so entspannt sind und da droppe ich wieder runter. Ja, das ist so. Irgendwie alles, was ich spiele, ist Pain. Irgendwas läuft bei mir falsch. So, ja. Freunde, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Okay, und jetzt die Frage ist hier oben. Warte mal, hier geht es noch weiter hoch. Oh, wow. Das hat sich hier komplett verändert. Och, Bruder. So, meine Zeit ist gleich abgelaufen. Aber wir können noch probieren, ob wir hier noch irgendwas hinkriegen. Okay, und jetzt laufen wir kopfüber. Und all das für einen Silberstern. Ist das jetzt eigentlich noch irgendein Gute-Laune-Hack? Oder ist das jetzt einfach Kaizo? Okay, 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 Freunde. Das hat funktioniert. Ich hoffe, das war der erste Silberstern. Aber irgendwie bin ich auch echt froh, wenn wir aus dieser Galaxie raus sind. Ja, das war's, ne? Er hat den einfach nicht gefressen, diesen Turbo-Pfeffer. Ich hab's euch beim letzten Mal gesagt, ich bin nicht der größte Fan von Turbo-Pfeffer-Yoshi. Ich finde, der ist sehr, sehr, sehr weird zu steuern. Ich weiß nicht, aus irgendwelchen Gründen, ne? Aus irgendwelchen Gründen fühle ich den einfach nicht so. So, wir böllern uns weiter. Ich habe halt, hab echt das Gefühl, dass ich brutal was vercheckt habe. Ne? Also, mehr als die Hälfte der Zeit ist einfach schon vorbei. Ne? Und silbersterntechnisch ist hier komplett Schicht im Schacht, ne? Aber wir finden gar nichts. Wo sollen denn diese vier Silbersterne sein? Wirklich? Ah, hier muss ich jetzt hoch. Ja, und das weiß ich woher? Oh, es ist wieder so Try and Error, Mann. Ah! Na, natürlich weiß ich, dass ich da hoch muss. Na, logisch. Ganz normale Dinge, die ich immer und immer und immer wieder tue. So, und vor allem, wie viele Silbersterne sind jetzt da oben? Man sieht's halt auch nicht mal. Es ist so. Und das alles in 2 Minuten 15. Klar! Klar! So, hier hoch. Okay, Bruder, was ist das? Bruder, was ist hier los? Okay, warte mal, wir gehen mal nicht da hoch. Wir machen noch ein bisschen Scouting, was jetzt hier noch passiert. Ah, ich sehe das. Sehr faires und gutes Kameramovement an der Stelle auf jeden Fall. So und jetzt? Nee, ach, da muss man da runterfallen? Ist das vom Spiel irgendwie so gewollt? Dass man dann da droppt, sag ich mal, und dann wieder quasi irgendwie dahin kommt, wo man gelandet ist? Ist das so ein bisschen so in die Richtung gedacht? Ich meine, wir haben immerhin 3 Silbersterne. Na, 3 Silbersterne finde ich okay. Wir müssen es halt da drüben noch, ne? Da, wo wir runtergedroppt sind. Da müssen wir noch 2 finden. Dann wären wir technically gut. Okay, warte mal. Was mache ich, wenn ich hier bin? Okay, da ist ein Silberstern. Aber, was mache ich mit dem? So, jetzt bin ich hier. Und was bringt das Ganze? Ich gucke mich jetzt hier mal in Ruhe um. Wartet mal.
Ich kann natürlich nicht First Person gehen. Bei Galaxy ist das Spiel, was keine gute Kamera hat. Nee, aber hier ist kein Silberstern. Oder ist da oben irgendwo einer? Nee. Fehlt mir ein Silberstern? Hier geht's noch nach oben weiter. Dude! Wie hat sich das Spiel das denn vorgestellt? Ach du Scheiße. Das war stark. Das war sehr stark. Da bin ich jetzt sehr fix hier runtergekommen. Mal sehen, mal sehen, mal sehen, ob das reicht. Aber das war... Das war sehr gut, das war sehr gut. So, jetzt habe ich 30 Sekunden, um noch zwei zu kriegen. Der Timer wird ja anhalten, wenn ich den letzten bekomme. So, jetzt passt auf, jetzt nehmen wir dich mit. Und jetzt wieder umdrehen, genau. Okay, okay, okay. Oh nein. Das war wieder sehr gut. Das war wieder sehr gut. Und zack, und weiter geht's. So, jetzt hier hoch. Den Silberstern mitnehmen. Oh, shit, das war's wieder, ne? Oh mein Gott, das kann sogar wirklich noch klappen. Ich glaube, wenn ich da direkt losdüse, kann ich es bis zu dem Pfeffer schaffen. So, jetzt Achtung. Jetzt schnell dich mitnehmen. Umdrehen. Und ich glaube, wenn ich jetzt hier ganz fix rüberdüse, ne? Oh! Das war eine schnelle Kurve. Das war eine sehr schnelle Kurve. Und ich habe auch den Turbo-Pfeffer davor ein bisschen später gegessen. Jawollo! Das ist der fünfte, ne? So, jetzt muss ich nur irgendwie überleben. Und der Timer muss bitte anhalten. Okay, Timer hält an. Und wir droppen, Freunde. Wir droppen und wir droppen und ich glaube... Ich glaube, wir droppen richtig gut. Oh yeah! Also absolut skurrile Mission, weil ich keinen Schimmer habe, was der vom Spiel gewollte Weg war, diese Mission zu spielen. Die hat sich so komisch und random angefühlt, aber es hat funktioniert. Und ich hoffe, ich muss Turbo, Yoshi, Pfeffer jetzt nie wiedersehen. Ich mag den wirklich nicht. Aber ich hoffe, ihr mögt das Let's Play, Freunde. Das hoffe ich wirklich sehr. Mit einem Daumen nach oben würdet ihr das Let's Play wirklich sehr unterstützen. Dankeschön dafür euren Support. So, und jetzt ist ein Komet hier auch bei der Sternbeermission aufgetaucht. Na dann rein da, würde ich sagen. Oh, schon wieder Speedrunning. Okay, okay, okay. Wir müssen wieder auf Zeit Gas geben und die Mission sieht sehr ähnlich wieder aus. Ach du Scheiße, da müssen wir jetzt sogar Sprünge über den Abgrund setzen. Ja genau, ja klar. Na, hab ja sonst gerade nichts Besseres zu tun. Warte mal. Aber das ist die Sternball-Mission. Ohne Sternball. Oh mein Gott, das ist irgendwie fucking cool. Und wie gesagt, wir müssen... Warte mal, wo ist denn jetzt hier der Schlüssel? Hier. Wir können nicht anhalten. Also Mario sprintet permanent. Diese Fähigkeit haben wir schon häufiger im Verlauf des Let's Plays gesehen. Ne, und jeder Sprung, den ich setze, ist so ein irgendwie Dreisprung direkt nach oben. Ja. Okay, bisher würde ich sagen, ziemlich stressfreier Anfang. Okay, aber ohne Sternball ist das natürlich deutlich machbarer. So, ich weiß natürlich wieder nicht, wo jetzt hier an der Stelle... die Sachen auftauchen. So, du machst mal einen Abflug. So, dann krieg ich jetzt von dir auf die Fresse. So, da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, ne, wie wir das am besten machen. Okay, ich kann den nicht wieder aktivieren. Ich weiß noch nicht genau, Freunde, wie wir das jetzt hier am besten regeln. Und warte mal, habt ihr es gerade gesehen? Ich habe gerade diesen einen gelben nicht aktiviert. Hatte das irgendeinen Grund? Und wisst ihr was? Wenn es einen Grund gibt, ich will ihn nicht wissen, weil das hat mir jetzt tatsächlich diese Mission oder diese Passage hier deutlich einfacher gemacht. Holy shit! Okay, so und jetzt geht's hier an Sternfragmente. Aber wie gesagt, wenn wir das nicht mit, wenn wir das nicht mit irgendwie was anderem machen müssen. So, jetzt, warte mal, pass auf, jetzt müssen wir... Während der Bob unter explodiert, einmal hier rüber, genau. Das hat keinen Schaden bekommen. Aus welchen unerklärlichen Gründen hat der Kollege oder diese Kuppel jetzt keinen Schaden bekommen? Also wirklich,
Das Spiel will mich jetzt aber auch hops nehmen, ne? Jetzt fehlt mir noch ein Fragment, das ist da vorne. Ja, das war eigentlich bis dato ein sehr guter Try. Und ja, dann hat mir das jetzt wahrscheinlich die Mission gekostet. Würde ich mal stark vermuten. So, den müssen wir jetzt yeeten. Passt auf, den yeeten wir einmal hier hin. Ich weiß gar nicht, kann ich den kaputt machen oder muss ich den schubsen? Was ist jetzt hier des Rätsels Lösung? Motivierend. Schön. Geil. Spaßmachend. Fair. Vor allem fair. Oh mein Gott. Den kann man einfach zerstören. LOL. Das macht's natürlich einfacher. Ich dachte, man müsste den irgendwie runterschubsen. Oh mein Gott. Mit über 20 Sekunden hier noch einfach, Freunde. Easy peasy. Ja, ich hätte es wahrscheinlich sogar vorher schaffen können, wenn ich da diesen Dog besser getroffen hätte. Sehr schön, aber kreative Mission. War sehr, 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 sehr schön. Na, also quasi eine Sternball-Mission, mal ohne Sternball zu spielen, aber dafür halt irgendwie mit so einem Turbo-Mario, den man nicht anhalten kann, fand ich sehr kreativ. Doch, gefällt mir. Und jetzt haben wir sogar noch einen Komet hier bei dem Schloss. Freunde, wir machen einen Kometen nach dem anderen. Never back down. Bowser's Searing Steeple. Nächster Komet. Wir ziehen durch. Oh nein. Daredevil Run. Ich muss das Ganze machen, ohne Schaden zu bekommen. Herzlich willkommen bei Super Recycling Galaxy, wo einfach jede Mission immer und immer wieder genommen wird mit irgendeiner kleinen Anpassung und dann sagt man, man hat gutes Gameplay. Das ist, by the way, der Grund, warum ich so wenig Lust auf Mario Galaxy 2 Speedrunning habe, ne? Weil während Cosmos Collapse das ab und zu macht, also ich will das jetzt Cosmos Collapse gar nicht so vorwerfen, Cosmos Collapse gibt es sein Bestes, nicht so viel zu recyceln, ist aber dieses Missionsrecycling, was wir jetzt quasi hier gerade sehen, ist in Galaxy 2 gang und gäbe, ne? So. Wow, und ich darf hier nicht hüpfen. Ja, klar, auch noch. Don't jump, no damage, recycle Mission. Okay, okay. Ich glaube, wir schaffen es ins Schloss, Freunde. Ja, wir sind im Schloss. Das ist prinzipiell schon mal sehr interessant. So, und was geht jetzt hier ab? Warum ist dieser Block hier? Der ist, glaube ich, einfach so da, ne? Okay. So, hier bin ich safe. Ja. Ja, oh mein Gott. Wir leben einfach noch. So, ducken. Ja, wir sind immer noch am Leben. So, ich glaube, ich kann sogar hier noch hin und bin safe, ja. Nein! Ein Tick zu früh gesprungen. So, jetzt hier beeilen. Genau, genau. Wir leben immer noch. So, jetzt ist die Frage, kann ich da drüben leben, ne? Wenn ich... So nicht. Wenn ich mich jetzt hier ducke. Ja, dann kann ich noch leben, Freunde. So, und jetzt Weitsprung. Let's go. Let's go. Aufpassen. Ja, wir sind hier safe. So, jetzt hier geil. Was ich sagen wollte, Freunde. Die Kamera kommt da nicht richtig mit. So, hier ganz vorsichtig durch. Ja. Okay, okay. So, Fisch, du wirst mir jetzt hier auch nicht die Suppe versalzen. So, unter Wasser geht eigentlich. Na, das liegt im Bereich des Machbaren. Okay. So, jetzt dürfen wir nicht von dem Twomp hier zermatscht werden. So, ja. So, die, die hier so aus dem Boden rauskommen, die sind okay. Über die kann man nämlich einfach drüber hüpfen. So, kommen jetzt hier nicht diese fiesen Goombas? Ja. Die man ganz leicht mal nicht treffen kann und dann ist schon Feierabend. So, hier jetzt sehr aufpassen. Auch hier. Ne? Wow! Jetzt hat mich fast der Rückstoß von dem Goomba hier erwischt. So, Freunde, jetzt hier volle Beeilung. Aber jetzt nicht den Kopf verlieren. Na, ja. Ja. Aha. Jetzt hier immer im passenden Rhythmus. Weitsprünge setzen, ne? Da drüber wirbeln. Und mit einem Wandsprung in den Stern. Okay, das war machbarer als gedacht. Also der hintere Teil war echt easy. Das haben wir sogar first tried. Der Anfang geht. Wenn es nicht auf Zeit sein muss, man sich ganz genau angucken kann, wo man stehen bleiben kann. Absolut machbar, Freunde. Ich muss sagen, ich habe mich hier schon deutlich verzweifelter in meinem Kopf gesehen, ne, so in meiner Vorstellung. Aber das war absolut, absolut in Ordnung. So, und ich habe gesehen, hier ist einfach noch ein Komet.
Freunde, wir machen weiter, weil jeder Kometenstern heißt eine goldene Krone, heißt eine Galaxie ist abgeschlossen. Und je mehr Altlasten wir wegwerfen können, desto mehr können wir uns dann auf die neuen Missionen konzentrieren. Deshalb, Freunde, Dark Double Detour Romp. Ich verstehe gar nichts davon. Dunkles, Doppeltes und dann was auch immer, ne? Okay, okay, es ist auf jeden Fall, ne, töte sie. Ja, get them all, alles klar. So, aber da sind auf jeden Fall auch noch, oh, ups, da sind auch noch Sternringe, die mich irgendwo hinschießen. Ah, was hat es mit denen auf sich? Und die Zeit wirkt irgendwie sehr fair, muss ich zugeben, ne? Also es sind in Anführungszeichen nur 30 von denen. So. Wir werden sehen. So, ich kann die ja theoretisch auch wirbeln. Warum ist jetzt hier ein Tod... Deshalb ist da ein Totenkopfschild, Freunde. Aus irgendwelchen Gründen sterbe ich da. So, jetzt haben wir 9 Stück. Bruder Hilarius. Und dann nehme ich jetzt mal diesen Sternring. Und wir gucken einfach mal, wo der uns hinbringt. Okay. Lol. Okay, jetzt haben wir hier geänderte Gravitation. Was geht denn jetzt hier ab? Muss ich jetzt hier einfach quasi so gut es geht nach unten kommen? Oder wie darf ich mir das vorstellen, ne? Ja, wir sind hochgekommen. Sehr gut. So, und jetzt steppe ich einfach mal hier runter. So, und jetzt? Okay, immer noch kein Feierabend. Okay, okay, okay. Okay, sind das vielleicht immer 10 Stück und dann geht's weiter? Oder, wie darf ich mir das vorstellen? Eigentlich eine ganz coole Idee, muss ich zugeben. Dass man immer so kleine Zwischenpassagen einbaut, bevor dann quasi die nächste, Gegner-Eskalation kommt. So, ich darf jetzt nicht aus Versehen hier den Sternring erwischen. Aber ich darf jetzt hier auch nicht zu nah an das Schild rankommen, weil ich glaube, sonst ist Feierabend. Okay. Wir böllern uns weiter. Ah, jetzt muss ich es quasi mit geänderter Gravitation wieder nach oben kommen. Aha, aha. Doch, doch, das sieht besser aus. Ja, hier hoch. Let's go. Und okay, jetzt da oben rüber. Das heißt quasi jetzt noch auf diesen Block hoch, oder? Mhm. Okay, ich habe 30 Sekunden, um die jetzt noch zu killen. Aber das müsste machbar sein, oder? Sagen wir lieber 25 Sekunden, um sie zu killen. Zack, zack. Noch 5, 4. Doch, das liegt im Bereich des Machbaren, Freunde. Ich darf jetzt nur mich nicht dumm von denen runterwerfen lassen, ne? Aha. Und Feierabend! Second Try, oder war das? Nee, Third Try. Entschuldigung, wir haben am Anfang ganz fies einmal einen Tintenball in die Fresse bekommen. Puh, nice. Oh, Freunde. Auch Welt 3 hat noch einen Kometen. Da müssen wir jetzt durch. Da müssen wir jetzt durch, Friends. Ich will diese ganzen alten Welten weghaben. Na? Was muss, das muss. So, und direkt nochmal ein Castle. Dieses ist Bowser's Juniors Flotte. Was ist hier los? Mega Hammers unsichtbare Passage. Oh. Okay. Was? Was ist das? Ich habe doch absolut keinen... Was ist das für eine Mission? Also jetzt mal Real Talk. Na, natürlich. Man kann sich so ein bisschen anhand der Münzen so erahnen, wo was ist. Aber so wirklich verstehen tue ich es noch nicht. So, und jetzt müssen wir, glaube ich, da oben auf das Grüne drauf, ne? Ja. Uiuiui. Mhm. Ey, wir leben immer noch. Und ich muss sagen, mit der DK-Mucke ist das halt schon wieder ultra sexy. Oh, Alter. Wie häufig wir jetzt einfach schon hier am Abgrund hingen. Oh, man. So, jetzt bin ich oben drauf. Ist eigentlich echt eine verrückte Mission, ne? Gerade wenn man so überlegt, dass das eigentlich gar nichts mit der Originalmission zu tun hat. Na, das ist das, was ich gerade angesprochen habe, ne? Geil, jetzt hat's gelaggt. Cool. Oder? Oder? Oh mein Gott, der ist safe. Na, aber das ist genau das, was ich angesprochen habe, dass sich Cosmos Collapse eigentlich echt Mühe gibt, dass die Kometenmissionen keine recycelten Hauptmissionen sind, sondern Cosmos Collapse gibt sich... Da war irgendeine unsichtbare Wand, die ich nicht gesehen habe. Okay, das ist... Das ist...
Ja, aber es ist trotzdem geil, dass das Cosmos Collapse die Kometenmission so geil macht. Aber warum er jetzt hier einfach eine Hüpfer auf unsichtbarem Boden rum Mission macht, mit teilweise unsichtbaren Wänden, die dich einfach vom Checkpoint abhalten, ich habe keine Ahnung. Also irgendwelche unsichtbaren Wände existieren hier. Ich weiß noch nicht, wo oder wie oder warum, ne? Aber wir versuchen irgendwie jetzt mal hier weiterzukommen, ja. So, was muss ich jetzt hier tun? Okay, da kriege ich aufs Maul. Das ist nicht so gut. So, der verfolgt mich jetzt. Bro, es ist so random, diese Mission. So, genau, hier hoch. Und bitte jetzt einmal hier reinkrachen. Okay, cool, danke, Digga. Warum fliegen die nicht nach oben? Jetzt, Freunde. Und jetzt bitte einmal hier aufmachen. Yes, let's go. Aha. Okay, und jetzt? Lol. Ich check, glaube ich, erst jetzt was, Freunde. Ich glaube, das ist der ganz normale Missionsverlauf. Ich bin mir da nicht sicher. Also die Passage kommt mir schon bekannt vor. Es gibt schon diese eine Passage, wo auch diese Hammerbrüder hier rumhüpfen. Ne, wo man dann da irgendwie von diesen Kugelrillies attackiert wird. Also irgendwas kommt mir daran schon sehr bekannt vor. Auf der anderen Seite, aber normalerweise lebt ja auch diese Mission davon, dass du ja diese beweglichen Plattformen hast, ne, mit denen dann irgendwie rumdüst. Also, so, was genau muss ich jetzt tun? Einfach hier hinstellen? Nee. Hä? Das ergibt doch keinen Sinn. Ach so, nee, wartet mal. Den Hebel aktiviere ich, dass die Luftschiffe da aus dem Portal kommen. Da ist keine unsichtbare, bewegliche Plattform, die mich fährt. So, ne? Zack, hier. Die Schiffe kommen. Und die kann ich nutzen, um... Mann! Okay, dann hüpfe ich jetzt zu der Münze. Ne, weil überall, wo eine Münze ist, geht es ja eigentlich für uns immer weiter. Ja. So, ja. Schon besser. Super schwere Mission. Auch hier so ein bisschen wie bei dieser roten Pfeffer-Yoshi-Mission. Definitiv Try and Error. Du musst erstmal wirklich viel ausprobieren und viel testen, ne? Bevor du so ein Gefühl dafür bekommst, was hier eigentlich los ist und was geht jetzt ab. Warum ist da eine Kopfübermünze? Ich hüpfe da jetzt hin. Okay, wir werden gesaugt. Okay, oh, okay. Cool. Und ich glaube, jetzt sind wir beim Bossfight, oder? Und jetzt ist die Frage, hat der Bossfight unsichtbar am Boden? Oder muss ich das wirklich auf diesen kleinen Blöcken machen? So, Freunde. Was geht ab? Okay, ich kann den Kollegen... Okay. Das war gut. So, wenn ich dich schnell genug esse und wegschieße, dann kann ich, glaube ich, hier direkt ihm ein bisschen mehr Damage machen. So, passt auf. Wir bleiben erstmal hier, ne, und schießen jetzt hier schön auf seine Titties. Ah, verdammt. Ich glaube, wenn ich den zweiten ein bisschen verzögert abschieße, habe ich sogar bessere Chancen. Wartet. Und wir schießen. So, und den schießen wir jetzt gleich verzögert ab. Genau. Jawollo. Und jetzt muss ich irgendwie hinter ihn kommen. Genau, und das machen wir mit dem. Das ist ein Kampf, der definitiv im machbaren Bereich liegt. Dreht er sich jetzt um? Ja, das war absehbar. Muss ich hier den nächsten Ring finden? Jawollo. Das klappt. So, das Problem ist, ich darf jetzt, glaube ich, keinen Ring mehr verwenden. Weil wenn ich jetzt nochmal den Ring verwenden würde, dann würde der mich, glaube ich, auf einer Plattform auslassen, auf so einer verschwindenden Plattform, die nicht mehr existiert. Aber das Gute ist, theoretisch brauchen wir das jetzt auch nicht mehr, Freunde. Wir müssen jetzt wieder die altbekannte Sache machen. Na, wie gesagt, dich essen wir und jeeten wir. So, und dann essen wir dich. Und dann schießen wir jetzt verzögert beim zweiten Sprung. Jawollo. Ich kann das Ende von diesem Kampf schon in- und auswendig. Zu häufig habe ich gegen den Meister schon gekämpft. Hüpfen und verzögert schießen. Und Freunde, das war's. Der Boss sitzt. Let's go. Jetzt ist auch der Boden wieder da. Ja, interesting. Let's go. Nice! So, dann bleibt sogar jetzt noch ein bisschen Zeit für eine neue Galaxie. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal in die Beatblock-Galaxie. Weil ich finde, Beatblock kann sehr geil sein. Also prinzipiell, ich bin eigentlich großer Fan von diesen Beatblock-Galaxien. Die Frage ist jetzt natürlich nur, wie leicht, schrägstrich, schwer ist das Ganze hier umgesetzt. Da bin ich jetzt natürlich sehr gespannt und wir müssen natürlich auch nach der Kometenmünze suchen. Okay, die sieht man sogar schon. Only jump off the purple platforms
After the black hole vanished from the screen. Okay, wo ist hier ein Black Hole? Das musst du mir dann an der Stelle nochmal irgendwann erklären, Spiel. Was? Darf ich erst springen, wenn die Plattform aufgetaucht ist? Ja, ich glaube schon, Freunde. Darf, glaube ich, nur springen, wenn die da sind. So, und die Kometenmünze wird jetzt natürlich geisteskrank, ne? Oh, shit. Ich dachte nicht, dass ich das in einem Weitsprung schaffe auf den ersten Block. Yes, yes. Okay, Freunde. Okay, okay. So, da muss ich jetzt schnell genug sein. Aber erst, genau, wenn die da sind. Zack, da hoch. Und da können wir jetzt sogar hier unseren Progress und damit auch die Kometenmünze sogar schon abspeichern. Mhm. Strong, strong, strong. Okay, ich glaube, ich darf wirklich nur springen. Auch hier, ich glaube, hier auf andere lila Blöcke. Darf ich da auch nur springen, oder? Nee. Wenn die da sind, die grünen Blöcke. Weil die schwarzen Löcher tauchen ja gemeinsam mit den grünen quasi. Also mit dem Verschwinden der grünen tauchen die schwarzen Löcher auf. Okay, okay. Und ich glaube, jetzt kommen wir zum Finale, oder? Welches wir sogar nochmal abspeichern dürfen. Wie ehrenhaft. So, das wird jetzt super interessant. Mhm. So, da drüben wird wahrscheinlich der zweite Silberstern sein, oder? Also hier ist ein Schatten. Taucht immer erst der nächste Silberstern auf, nachdem wir den anderen quasi eingesammelt haben? Oder bringen wir uns jetzt hier mal, Freunde, in Position. Ja, tatsächlich schon. Okay, jetzt muss ich möglichst schnell nach oben kommen. So. Dann gehen wir jetzt nämlich hier hoch. Doch, das liegt im machbaren Bereich. Die Mission liegt im machbaren Bereich. Scheiße. So, aufgepasst. So sieht's aus. Und jetzt einfach nur noch mit dem geilen Dreisprung hoch, Freunde. Let's go. Okay, okay. Herausfordernder Stern, aber definitiv nicht unmöglich. Und macht auch echt Spaß, muss man sagen. Ne? An manchen Orten denkst du dir so, wie soll es hier weitergehen? Aber alle Blöcke sind so platziert, dass du gut vorankommst. Ist cool, ist cool. Und jetzt haben wir gerade so einen Lauf, Freunde. Jetzt schauen wir sogar noch hier in die Flip-Out Galaxy rein. Da bin ich ja massiv gespannt, was sich hier getan hat. Ich kann mir auch vorstellen, dass das echt, echt schwer geworden ist. Aber was soll's, ne? Wir müssen es ausprobieren. Rein in die Masse. Der Deep Space Dance. Das hat, glaube ich, immer damit zu tun, wann ich wirble. Ich hoffe, dass es einfach richtig, richtig kreativ umgesetzt wurde. Und wir müssen vor allem Ausschau nach der Kometenmünze halten, ne? So, passt mal auf. Wenn ich jetzt wirble... Okay. Okay. Okay, verstanden. Warte mal, dann machen wir jetzt einmal... Mein Brain ist traurig und klein. Wirbeln. Zack. Hier hoch, Freunde. So, und jetzt? Ah, da ist eine Röhre. So, und jetzt hier rein, ne? Ja. Wir müssen sehr auf die, Yes! Oh mein Gott! Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, dass ich sehr auf die Kometenmünze aufpassen muss. So, Freunde, passt auf. Zack, wir sliden rüber. Oh mein Gott. Das war so nicht geplant. Ich wollte eigentlich viel länger an der Wand sliden. Aber wenn es funktioniert, will ich mich nicht beklagen. Was ist jetzt hier schon wieder des Rätsels Lösung? Muss ich hier wieder diesen crazy Wandsprung-Shit machen? Nee. Hä, wie soll man denn hier genügend Distanz überbrücken? Okay, Freunde, ich habe im Internet nachgeguckt. Es gibt irgendwie eine Möglichkeit, dass man einen Wirbler und einen Weitsprung parallel zünden kann. Ja, genau so. Alter, woher soll man denn das schon wieder wissen, ne? Woher? Holy moly. So, und jetzt kommen wir auch noch Stacheln. Okay, okay. Aber das liegt eigentlich alles im machbaren Bereich, glaube ich. Ja, da müssen wir jetzt quasi nur passend loslaufen. Hier einmal hüpfen. Ja, das ist ja sehr komplett losgelöst von diesen Wirbelplattformen. So, was ist jetzt los? Immer noch Progress. Und hier muss ich jetzt aufpassen. Wobei, da kann ich mir vielleicht sogar diese Rückwände so ein bisschen zur Hilfe holen. So, hier schnell genug sein. Ja, doch. Alles, alles, alles easy, Freunde. Oh, okay. Und jetzt kommen die roten Plattformen dazu. Interessant. So, zack. Hier geht's hoch. Und hier muss ich jetzt auf diesen Blöcken landen, ne?
Ja, aber das liegt auch alles definitiv im machbaren Bereich. So, jetzt ist nur wieder die große Frage, Freunde, ne? Ich habe halt immer noch keine Kometenmünze gefunden. Also nicht mal einen Hinweis oder so. Wo ist diese blöde goldene Riesenmünze? Ich sehe sie einfach nicht. Ah, und schaut mir, kann ich die jetzt tatsächlich nach hinten und vorne verschieben, oder was? Aber kann ich dann immer noch auf den draufbleiben? Tatsächlich ja. Das ist sehr, sehr skurril. Aber irgendwie funktioniert's. Die Frage ist jetzt natürlich, in welche Richtung gehen die blauen Blöcke? Ich glaube, die gehen nach hinten. Das heißt, ich muss auf jeden Fall hier... Mein... Bruder. Ah, nee, ich verstehe. Ich muss meinen Weitsprung... Genau, hier... Hinter die Plattform setzen. Das ist so kreativ. Damn, boy, das ist so cool. Okay, jetzt gehen sie, glaube ich, wieder nach vorne. Deswegen setze ich meine... Genau, den Sprung dahin. So, das wird jetzt wieder nach... Hinten gehen. Ey, das macht so Spaß. Das ist wirklich, wirklich gut. Aber ich habe immer noch keine Ahnung, wo die Kometenmünze ist. Mittlerweile bin ich fast der Überzeugung, dass ich sie vergessen habe. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass sie noch kommt. So, jetzt ist die Frage, gehen sie nach hinten oder vorne, Freunde? Warte mal, wir können es ja testen. Ich wollte gerade sagen, wir können es ja testen. So, und was geht jetzt ab? Ja, aha. Wir kommen hoch. So, ich darf jetzt natürlich nicht irgendwie aus Übermut oder so wirbeln. Okay, da slide ich. Alles klar. Okay, ich muss über das Ding drüber kommen, habe ich das Gefühl. Oder um das Ding herum. Yes, yes, yes. Oh mein Gott, oh mein Gott. Das ist ein Sternring. Wie lange geht das hier noch? Okay, jetzt ist wieder versetzt. Aber das ist jetzt eigentlich wieder alles im machbaren Bereich, ne? Das ist sogar sehr chillig. Warum haben die denn das jetzt so chillig gemacht? Da muss ich oben drauf. Und da kann ich dann, glaube ich, sogar direkt reinhüpfen. Die Mission ist riesig! Und hier geht's nach hinten und vorne. Okay. Und ich glaube, dann kann ich jetzt quasi hier hoch. Ich habe das Gefühl, ich laufe hier auf irgendwelchen Buchstaben oder so, ne? Hier hoch. Ja. Okay, ich komme immer weiter hoch. Das ist sehr gruselig, aber es scheint zu funktionieren. Die Frage ist jetzt nur, wo geht's gleich für mich weiter? Ich habe so safe die Kometenmünze vergessen, so zu 1000%. Ich muss den ganzen Bums einfach nochmal machen, ne? Okay, so, das wird jetzt, glaube ich, mein Masterstück, was Movement angeht. Oh mein Gott! Okay, wir sind oben. Ich höre den Stern, Freunde. Aber ich glaube, jetzt habe ich es tatsächlich ganz gut ausgerichtet, weil ich glaube, jetzt bewegt sich das blaue Ding nämlich auf uns zu. Und jetzt... bin ich wieder unten. Das ist only up! Das ist only up in Mario Galaxy! So. So. Genau, dann den auf uns zu bewegen lassen. So machen wir es. Und da ist der Stern! Ich weiß, ich habe die Kometenmünze nicht und ich muss das alles offscreen nochmal machen und ich könnte heulen, aber wir haben den Stern! Und wenn ihr genauso viel Spaß hattet wie ich, Freunde, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, denn die nächste Folge ist hier, sobald sie online ist. Freunde, danke fürs dabei sein.